Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind wir momentan noch immer dabei und hier sehen wir jetzt zum Beispiel das Problem, das ich da angedacht hatte, beziehungsweise das ich im Hinterkopf hatte. Wir haben jetzt hier das Problem, dass wir eine Wachstumsrate von -10% haben. Sprich, dieser Baum könnte eventuell demnächst zerstört werden. Wir werden ihn aber schon mal nicht ernten. Wir müssen mal gucken. Wir schauen uns das mal an, wie das hier aussieht, beziehungsweise die Wachstumsrate ist jetzt bei -10%. Heißt, er wächst nicht mehr ganz so schnell, also er entwickelt sich ja nicht zurück. Aber ich meine, wir hatten das irgendwann schon mal in einer anderen Staffel, dass durch die giftige Asche tatsächlich auch unsere Bäume zerstört wurden. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. Worauf wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren müssen, beziehungsweise worauf ich mich jetzt einmal ein wenig konzentrieren möchte, ist hier nochmal ein bisschen umzubauen und ein bisschen mehr hier ein bisschen mehr Carbon zu produzieren, weil es fehlt. Es fehlt an Carbon und zwar jede Menge. Und dadurch, dass wir bei den Angriffen immer wieder kaputte Zäune haben, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir einiges an Carbon auf der hohen Kante haben. Wir können uns natürlich auch noch was besorgen über die verschiedenen Nester. Ich meine, eins haben wir noch relativ nah dran. Relativ in der Nähe. Schauen wir einfach mal. Guck mal hier. Ach ja, den soll ich umbenennen. Der heißt jetzt Checker. Die deutsche Dogge. Wird uns jetzt alles zerfetzen. Achso, warte mal. Trainieren wollen wir den, glaube ich, auch, oder? Ja. Den trainieren wir. Der hat der Training auf jeden Fall. Auf jeden Fall nötig. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen Abrichtungsstunden. So, wir brauchen außerdem jede Menge Stein, noch immer. Und wir gucken uns jetzt einfach mal um, ob wir irgendwo ein kleines Nestchen finden. Gucke mal, hier ist ein bisschen. Das ist alles hier, das ist gar nicht mal so weit weg. Das können wir mal eben mitnehmen. Achso, warte. Ja, die können wir auch einmal studieren, das stört mich auch nicht. Und die Erzvorkommen, die nehmen wir uns auch einmal mit. Dann lass uns mal gucken, ob wir irgendwo noch ein Nest haben. Oh, ist hier noch ein Hund? Hier ist tatsächlich noch ein Hund. Ein Weimaraner. Könnten wir uns natürlich, so in der Theorie, könnten wir uns den Weimaraner auch mitnehmen, ne? Das ist natürlich so eine Sache. Warte mal, wir werden mal hier kurz etwas pausieren. Damit wir hier jetzt nicht das Problem haben, dass hier die ganze Zeit unser Carbon verbraucht wird. Na, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass ordentlich repariert wird. Ja, ich glaube, nehmen wir uns den Hund nicht mit, oder? Zwei Hunde. Wobei doch, eigentlich für die Symmetrie wäre das eigentlich ganz geil. Hier ist ein Weimaraner und hier ist auch noch einer. Was bist du? Ah, noch eine deutsche Dogge. Na, dann nehmen wir uns doch zwei deutsche Doggen mit, würde ich sagen. Komm mal her. Warte mal, du bist weiblich? Ist das... Wie sieht es denn eigentlich mit dem anderen Hund aus? Ist der... Der ist männlich, okay. Na gut, dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir zu viele Hunde. Da müssen wir mal gucken, ob wir eventuell... Da werden wir mit Sicherheit ein Hundeproblem kriegen. Warte mal. Hope guckt sich das Viech hier einmal an, das ist gut, aber warte mal, den Hund, den würde ich ganz gern doch nicht zähmen, weil das ist ein Problem. Du bist auch ein Weibchen. Die Frage ist, können in diesem Spiel sich unterschiedliche Rassen paaren? Das habe ich nie getestet, ehrlich gesagt. Wir werden es herausfinden, wir werden es herausfinden. So, wie weit sind wir hier weg? Auch wieder ziemlich weit weg, aber ich glaube, hier können wir uns mal ein paar Steinchen mitnehmen. Felsbrocken. So, den nehmen wir uns einmal mit. Da rennen ja eh nur die Roboter hin. Hatten wir ja zuletzt so eingestellt. So, und eigentlich würde ich ganz gerne noch irgendwo so ein Nest einmal ausrauben. Haben wir denn irgendwo eins? Lass mal gerade mal gucken. Hier ist Grenze der Map. Hier kommen wir nicht weiter. Ich meine, wir hatten zuletzt doch irgendwo eins, was nicht allzu weit entfernt ist. Hier. Ah, das ist schon ziemlich weit weg, ne? Ich bin mir auch nicht so sicher,
Ist ja, der Angriff ist ja jetzt nicht so lange her, ne? Allerdings muss noch jede Menge repariert werden. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Wir werden euch tatsächlich einmal mitnehmen. Hope ist hier unterwegs. Hope kümmert sich um die Tiere. Okay. Ist irgendjemand auf dem Weg zum Zähmen? Ich glaube nicht. Warte mal, dann kommt mal alle mit. Jetzt habe ich schon wieder den Ort verloren. Hier. Hier wollen wir einmal hin. So, ihr kommt mal alle bitte hierher. Schnellstmöglich. Sprintet einmal hierher, genau so. Aha, Talas hängt wieder fest. Ach, es ist immer das Gleiche, ey. Es ist immer das Gleiche, da dürft ihr gerne mal ein Patch raushauen. Wäre ich sehr von angetan. So, du kannst mal machen, was du willst von mir aus. Dann nehmen wir Talas eben nicht mit. Katina, ach so, Grayson. Grayson, der ist ja so elendig langsam. Warte mal. Du machst auch mal, was du willst. So, kommt mal alle hierher. So, dann schießt ihr mal bitte einmal hier fröhlich weg. Genau so. Wunderbar. Könnte eventuell jemand verletzt werden? Mal gucken. Nee. Alles gut. Okay, super. Wunderbar. Dann hier nochmal drauf schießen. Sehr schön. Oh, da sind noch ein paar Viecher. Gucken, was ist das jetzt? Ja, das war's. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. Wir werden mal jedem hier etwas zuweisen. Eine Berufung aufheben. Hope bitte einmal hier. Abbauen. Lara, bitte das hier. Abbauen. Und Yoko, bitte das hier. Abbauen. So, und dann, wo wir gerade hier sind, kannst du bitte auch noch den abbauen. Und du kannst auch noch den abbauen. Und du kannst gerne einmal den abbauen. Und du baust einmal diesen hier ab. So. Auf geht's, Freunde. So, ein Angriff dürfte jetzt eigentlich nicht stattfinden. Ich hoffe das mal. Seid ihr gerade ohne etwas mitzunehmen? Ist nicht euer Ernst. Reserviert. Moment mal, mal gucken. Achso, der nimmt direkt alles mit. Das ist interessant. Moment. Aber Lara, du sollst bitte das hier mal mitnehmen. Hope. Hast du was in der Hand? Yes, du hast was in der Hand. Das ist gut. Emmeline. Mitnehmen. Connor will was essen gehen. Hör mal, also jetzt mal ganz ohne Spaß hier. Was ist denn hier los, ey? So, müsste jetzt eigentlich einigermaßen passen, hoffe ich zumindest. Hast du eigentlich schon die... Ja. Ihr habt alle die Gasmasken auf der Nase. Okay, gut. So, hier ist auch repariert. Das ist gut. Dann können wir das einmal schließen. Und dann würde ich jetzt hoffen, jetzt haben wir nämlich 294 mal Carbon. Das ist sehr gut. Da würde ich jetzt einfach mal hoffen, dass wir ausreichend Carbon haben, um alles zu reparieren zumindest. Und dann müssen wir nach und nach die Baustellen wieder freigeben. So, dann müssen wir hier mal gucken, wie es hier ist. Es wäre schon schön, wenn hier dauerhaft jemand craften würde, ne? Ich würde tatsächlich vorschlagen, wir werden mal... Wer hat denn Bock auf Erstellen? Grayson hat Bock. Und Yoko hat Bock. Wir haben eine Frachtkapsel, die können wir uns gleich mal abholen. Grayson ist allerdings auch bei Erstellen 1. Heißt, Grayson müsste eigentlich durchaus einiges tun. Und Yoko ist auch auf 1. Okay, gut. Ja, ihr tut auch, ich sehe gerade. Ihr seid am Tun und am Machen und hier schicken wir einmal die gute Hope los. Frachtkapsel, auf geht's. Mal gucken, vielleicht finden wir nochmal einen Durchbruch. Da sind wir auf der Suche nach. Jemand von euch hat auch geschrieben, dass er 15 Survivor hat. Auf regulärem Wege, ohne irgendwie irgendwas zu cheaten oder irgendwie. 15. Da bin ich sehr gespannt. Oh, warte mal. CM erfolgreich. Katina, du könntest einmal bitte diesen Hund... Warte mal.
Der muss erstmal, nee, nicht umbenannt werden. Ihr könnt gerne für diesen Hund auch nochmal einen Namen festlegen. So, der Hund muss hier hin und Katina, bitte führe diesen Hund. Du stehst doch eh gerade hier. So, super. Sehr gut. Wie sieht's aus mit der Energie? Kein Problem. Hier spielt wieder jemand rum. Jomaya ist es diesmal. Einberufen. 2 Meter laufen lassen. Auf geht's. Nope. Einmal hier hin. So. Tja, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Eigentlich müssten sie aber zumindest sobald es Abend wird und sie eigentlich dazu angehalten sind, sich schlafen zu legen, eigentlich, oder sich zu unterhalten, unterhalten zu lassen, eigentlich müssten sie dann, nee, so viel dazu. Ich hatte gehofft, dass dann der Bug weg ist. Aber nein. Ist er leider nicht. Und die Jungs hier sind auch komplett broken. Schade. Äußerst schade. Ich hoffe mal, dass sie das noch fixen. Aber das werden sie mit Sicherheit. Früher oder später wird das gefixt. Und da hängt er da schon wieder fest. Naja gut, dann hängt von mir aus da fest. Macht doch, was ihr wollt, ey. Geräumiges Schlafzimmer. Ja, du kannst dich echt mal ein bisschen freuen, Katina. Du hast ein richtig geiles Schlafzimmer. Aber richtig, richtig geil. So, hier müsste dann auch gleich einmal fertig gebaut werden. Das ist sehr gut. Ah ja, siehst du, wir haben ja die Drohnen, das habe ich gerade gesehen. Die hätten uns ja auch ganz schnell... Guck mal, schon wieder alles verbraucht. Ich glaub's doch nicht. Wie schnell das geht, ey. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. So. Sie schläft hier erstmal. Wird erstmal schön im Schlaf unterbrochen. So, dann haben wir hier die Bude auch fertig, ne? Ja, das sieht hier ein bisschen komisch aus, dass der Baum hier so durchkommt, aber das ist vollkommen in Ordnung für mich. Größer könnten wir halt nur machen, wenn wir es... Wenn wir insgesamt... Wir könnten... ich überlege gerade... Tja, wir könnten natürlich so in der Theorie, könnten wir hier noch so einen Aufbau hin reinsetzen, ne? Also, dass wir das hier auch wieder vergrößern, ne? Mache ich nicht jetzt, keine Angst. Aber so, wenn wir mal irgendwann Langeweile haben oder in einem anderen Raum, wir könnten das ja in einem anderen Raum machen, in dem hier könnten wir das ein bisschen anders gestalten. Ja, ich denke, das sollten wir auch tun. Dann machen wir das ein bisschen größer und dann machen wir da so einen Aufbau drauf. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Vielleicht gefällt es ja. Vielleicht wird es ja was. Schauen wir mal. So, zweiter Hund ist auch hier. Können wir auch einmal abrichten. Zack. Das schadet nicht. Die Viecher hier, der hier wird wahrscheinlich wieder nicht den Weg... Doch, nein. Nope, der kann sich immer nicht entscheiden, durch welches Tor er gehen will. Die sind immer wieder kaputt hier, ne? Vielleicht müssen wir einmal... was ganz Bestimmtes tun, und zwar hier eine Lücke reinsetzen. Sprich, das hier einmal abreißen. Na, wir machen das mal. Wir reißen das einmal ab. Wir werden mal gucken, ob wir so auch kleine Dinge einmal ein bisschen optimieren können. So, warte mal, hier muss noch jemand zugewiesen werden. Hier weisen wir mal den Checker zu. Und für den Vermaraner brauchen wir natürlich noch einen Namen. Das ist klar. So, das Ding ist offen. Witzigerweise geht das Viech da jetzt halt... Hä? Okay. Man muss es nicht verstehen. Ich glaube, man muss es nicht verstehen. Wir können nun... mal gucken. Wir können nun den hier... Können wir... Ach Mist, die müssen wir abreißen, ne? Reißen wir das Ding einmal ab. Reißen wir das Ding einmal auch ab. So. Und dann bauen wir das Ding hier neu. Einmal. Hier können wir es bauen, ne? Ja. Einmal hier. Und dann noch einmal eins hier. Und die zwei
Die setzen wir hier hin. Zack. Zack. Die zwei setzen wir uns einmal. Warte mal, nee, wir machen das anders. Wir setzen den hier. Setzen wir hier hin. Und den hier setzen wir hin. Und dann setzen wir jetzt hier ein weiteres Tor rein. Vielleicht bringt das dann weniger Probleme mit unseren Viechern. Die scheinen den Weg ja irgendwie immer nicht zu finden. Was haben wir hier Neues? Große Statue. Ah, ein Dracker. Einen schönen Dracker. Den könnten wir uns natürlich hier so reinsetzen, ne? Oh ja, das gefällt mir ganz gut. Das Trockengestell könnten wir eigentlich dann auch woanders hinstellen. Das Trockengestell hätte ich ganz gerne... die Fässer hier sind auch so eine Sache, ne? Da können wir uns auch nochmal einen Ort für überlegen. Ich denke, das Trockengestell, das könnten wir uns... ja, vielleicht tatsächlich hier hinsetzen, ne? Ja, setzen wir das mal dahin. Ich finde, das passt ganz gut. Und dann können wir auf der anderen Seite, können wir nämlich auch nochmal... einmal, eine Statue hinsetzen, auch eine große, eine Ulfenstatue. Setzen wir uns hier hin. Geil. Passt hier eine kleine Statue rein? Mal gucken. Yes. Und auf der anderen Seite dann wieder den Hund. Den haben wir jetzt zwar schon 5 Mal oder so in der Base. Aber was soll's. So. Nächster Angriff. 60, 97. Okay, 47. Okay. Ja. Sollte im Großen und Ganzen kein Problem sein. 13 Uhr, 19 Uhr, 17 Uhr ziehen wir sie mal ein. 17 Uhr werdet ihr eingezogen. Energietechnisch weiterhin überhaupt gar kein Problem. Hier würde ich ganz gerne einmal nochmal ein paar kopieren. Zack, zack, zack. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, die hier drucken und drucken und drucken. Dafür dürften wir aber nicht ausreichend Sprit haben, oder? Früher oder später. Ja, wir haben nur 18. Ja, da muss hier, hier muss ordentlich was hergestellt werden. Da wartet. Da wird immer fröhlich gewartet. Joko stellt her. So, einmal alle herkommen. Oh, jetzt hätte ich es fast verpasst, ey. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, wir sind nicht zu spät dran. Ich versuche jetzt einfach mal... oh, oh. So viel dazu. Wir sind ganz offensichtlich zu spät dran. Hoffen wir mal, dass wir jetzt kein Problem mit den Angriffen haben. Weil es ist ja so, wenn sie alle nicht hier vorne stehen, dann kommt es durchaus mal vor, dass die guten Wände angegriffen werden. So, die Drohnen kommen schon mal, das ist aber kein Problem. Zerstört Erntebot. Ah, so, der hat sich erwischen lassen. Naja, ist ja kein Problem. Brauchen einfach neuen. So, die Drohnen werden gut weggeholt. Das ist, also die Drohnen sind wirklich das geringste Problem. Zerstört Lasergeschütz, ja. Da sind sie auch wieder schön rangekommen, die Säcke. Ja, also es passiert noch immer, dass die Lasergeschütze hier vorne zerstört werden. Aber das ist kein Problem. Das mit dem zerstört werden, das ist überhaupt kein Thema. Die Hauptsache ist, dass sie hier vorne nicht wirklich reinkommen in den Bereich. Das ist die absolute Hauptsache. Wenn das nicht passiert, dann haben wir kein Problem. So, wir müssen mal gucken, wo wieder irgendjemand mit Sicherheit greift. Wieder irgendwo jemand den Zaun an. Ah, das sieht ganz gut aus. Eine Drohne, wir haben noch irgendwo eine Drohne. Ach, guck mal hier, ey. Hier hockt wieder einer rum, ne? Das ist ja immer das Gleiche. So, Hope, dann machen wir ein 1 gegen 1 hier. Und hier ist auch noch einer. Dann darfst du, Jumeier, einmal nach dahin flitzen. Wobei, Joko müsste es eigentlich sein, ne? Talas, nicht Jumeier. So, wunderbar. Hope kann auch einmal hingehen, wo sie will. Moment mal. Ach, hier ist noch die Drohne. Siehst du, die habe ich komplett vergessen. Gut. Talas ist verletzt.
Kein Problem. Und ihr könnt alle einmal losflitzen. Viel Spaß. Oh. Einberufung aufheben natürlich. Viel Spaß. Nervenzusammenbruchsrisiko von Connor, da müssen wir mal gucken. Da denke ich, wir müssen dem Connor müssen wir ein bisschen was verpassen. Der braucht wohl ein bisschen mehr, nehme ich an. Entspannt ist er jetzt einigermaßen, aber ja, der entspannt sich noch ein bisschen mehr, das ist gut. Erholung ist so eine Sache bei Connor. Ach so, naja, Jumaya braucht natürlich auch noch hier den, ne? Den werden wir mal auch noch zwingen, sich schlafen zu legen und hier auszuruhen. Ja, hier müssen wir mal gucken bei Connor, ob der, na wobei, der kommt hier auf 100% Entspannung, insofern scheint es da doch keine allzu großen Probleme zu geben. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie sieht es hier im Kühlraum aus? Ja, hier wird es weiterhin mehr. Wie gesagt, das hier wird ja ausgesetzt, sobald wir bei 6300 sind. Wir könnten natürlich auch hier einfach ein bisschen runtergehen. Wir gehen mal auf 6000. Wir gehen mal auf 6000. Na, dann sind wir hier schon, hören wir schon früher auf, im Sommer das Ganze zu produzieren. Das sollte dann ganz gut passen. Pilze ist so eine Sache. Pilze werden irgendwie nicht wirklich mehr. Und die Bärchen hier, die werden auch nicht mehr. Wie sieht es denn hier aus? 1516. Was haben wir hier? 1500, okay. Hier wird eh nicht mehr geerntet. Das ist gut. Das ist gut. Ach, guck mal, hier haben wir ja noch einen Ulfen. Mensch, was macht der denn da? Wo stellen wir den jetzt hin? Am besten. Hm. Vielleicht einfach hier noch daneben. So eine kleine Herde quasi, ne? Setzen wir den auch noch da ein. So. Super. Ein paar kleine Detailarbeiten mal hier gemacht. So, und hier Kohlenstoff-Nanoröhrchen weiterhin zu wenig. Ja, da müssen wir definitiv weiter für Produktion sorgen. Da denke ich, ist der Flüssigtreibstoff der. Ja, der Flüssigtreibstoff ist eindeutig der Flaschenhals. Da könnten wir uns das Regal hier einmal abreißen. Wir produzieren ja eh nicht ausreichend Sprit. Und dann werden wir uns hier nochmal eine hinstellen. Mit genau dem gleichen Auftrag. Wobei, warte mal, da müssen wir den Auftrag mal ein bisschen verändern. Beziehungsweise wir können hier einfach den Auftrag verändern. Wir gehen hier einfach auf 600 hoch. Genau, und hier bleiben wir bei den 500. Wobei wir natürlich hier auch ein bisschen weiter runter gehen könnten. Warte, wir gehen hier runter. Auf 100, damit hier dann auch immer der andere Kram produziert wird. Zum Beispiel zum Fraß produzieren kommen wir hier gar nicht gerade, wie wir sehen. Dann gehen wir hier sogar auf 50 runter. Wir gehen sogar auf 40 runter. Wir gehen sogar auf 20 runter. Ja, und sobald wir dann 20 haben, wird erstmal hier ein bisschen Heilsalbe und ein bisschen Fraß produziert. Den brauchen wir nämlich auch dringend, den Fraß. Aber ich wundere mich weiterhin, dass hier selten sich jemand dran stellt. Eigentlich müssten Grayson und Yoko müssten eigentlich ununterbrochen da dran stehen an den Dingern hier. Weil ja, Kack haben wir eindeutig genug. So, Yoko ist da. Yoko tut und macht. Grayson. Achso, Grayson schneidert. Ah, hier unten ist das Problem begraben. Ja, ja, der muss natürlich, klar. Wir haben natürlich auch wieder keine Kohlenstoff-Nanoröhrchen dafür. Logisch. Und dann schneidert der Mann natürlich erstmal, ne? Frachtschiffhandel können wir mal auf jeden Fall machen. Hier einige Energiezellen, bitteschön. Einiges hiervon. Und dann kaufen wir einfach uns die Jungs noch. Hier können wir so ein paar Pillen kaufen. Und ja, Rest brauchen wir nicht. Hier nochmal jede Menge davon. Moment mal. Wir haben ja kaum noch Metalllegierung. 1,3000 nur, was ist da denn los? Aha, aha, aha. Ja gut, dann. Dann würde es, dann verkaufen wir doch nicht so viel. So, akzeptieren. Interessant. Grenzwert erreicht von 1000. Ach so, ja, wir haben den 1000er Grenzwert.
kein Wunder. Achso, hier wird einfach nur Beton produziert die ganze Zeit. Warte mal, dann machen wir mal Folgendes. Verhütten von Altmetallen bis 1,5. Und dann können wir hier nochmal die Rezepte kopieren. Fügen die hier ein. Fügen die da ein. Hungrige Schädlinge? Fügen die auch hier ein. Tachyonquelle wieder einmal. Einfügen. Einfügen. So, wunderbar. Gut. Leute, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ja, genau ihr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.